Hallo, schon wieder ein kostenloses Gambio-Tool. Ich muss verrückt sein. Bevor ich zum Arzt gehe, erkläre ich Ihnen aber kurz, was das Tool macht. Es gab mehrere Anfragen gleichzeitig dazu. Und zwar geht es um die Gambio-Registrierungsseite hinsichtlich Suchmaschinenoptimierung. Es gibt prinzipiell zwei Sachen, die man damit machen kann, meiner Meinung nach. Einmal, man möchte die Seite nicht indexiert haben. Warum auch immer. Es ist eine sehr wichtige Seite in Ihrem Online-Shop. Nicht umsonst hier über Konto erstellen auf jeder Seite im Online-Shop verlinkt. Also auch Google erkennt, das ist eine sehr wichtige Seite und versucht die auf jeden Fall zu indexieren. Und mir würde kein Grund einfallen, warum das unerwünscht sein soll. Andererseits klar, möchten Sie normalerweise über Ihre Artikel gefunden werden und nicht Ihr Shop registrieren oder so in der Art. Nummer zwei, wenn Sie sie indexiert haben möchten, dann aber zumindest Seitentitel und Meta-Description dafür angeben können und dafür gibt es leider keine Möglichkeiten in Gambio. Nummer eins, was Sie tun müssen, egal ob Sie sich für indexieren oder nicht indexieren entscheiden, ist den Eintrag aus der robots.txt entfernen. Und zwar zumindest diesen Eintrag, der dafür sorgt, dass die Registrierungsseite nicht gecrawlt werden darf. Nicht gecrawlt werden darf, heißt, dass Google und andere Suchmaschinencrawler nicht lesen dürfen, ob da eine No-Index-Anweisung steht. Davon abgesehen, dass hier keine steht, aber ist ja auch egal, solange das Crawling verboten ist. Und natürlich auch Seitentitel und Meta-Description nicht lesen dürfen. Also robots.txt mit einem Texteditor öffnen, diese Zeile entfernen. Und tut mir leid, ich kann nicht anders. Diese robots.txt, wie sie standardmäßig ausgeliefert wird, gehört nicht ins Web. Da ist eine Auflistung sensibler Bereiche Ihres Online-Shops drin. Das ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann mit einer robots.txt. Gut, Sie könnten auch noch die Zugangsdaten mit dazu schreiben. Jedenfalls gehört das hier nicht ins Web. Es ist ein Tutorial für Hacker. Schau dir das Verzeichnis an. Schau dir mal das Verzeichnis an. Hier liegen sensible Kundendaten. Es ist ein absolutes No-Go. Es ist mir unverständlich, wie eine Firma, die auf Softwareentwicklung spezialisiert ist, jahrelang sowas in Umlauf bringen kann. Und dann sind Tausende von Shops mit sowas im Web. Das geht einfach nicht. Zurück zum Thema. Ich reg mich jedes Mal wieder auf, warum auch immer. Nein, ich reg mich zu Recht auf. Es darf einfach nicht sein. Nummer 1, Sie möchten, dass die Seite nicht bei Google im Index erscheint, dann robots.txt-Eintrag entfernen. Und das werde ich jetzt im Video nicht zeigen, sondern ich verlinke Ihnen unten in der Videobeschreibung ein Tutorial, wie Sie mit meinem kostenlosen Tool NoIndex dafür sorgen, dass beim Laden der Seite der HTTP-Header xRobotsTag NoIndex ausgegeben wird. Ich habe das jetzt hier in diesem Shop nicht gemacht. Google akzeptiert diesen Header. Index Follow ist sowieso, müsste nicht da stehen. Es ist Standard, völlig überflüssig, Overhead. Und nicht nur im HTTP-Header, sondern auch im Quelltext wird das NoIndex MetaTag, wie es umgangssprachlich heißt, für die Suchmaschinen gesetzt, die es nicht im HTTP-Header erkennen. Das, wie gesagt, im Tutorial unten in der Beschreibung verlinkt. Und Nummer 2, das besagte kostenlose Modul, um das es eigentlich geht, nämlich um Seitentitel und Meta-Description angeben zu können. Das steht kostenlos über die Modulverwaltung zum Abruf bereit und sorgt dafür, dass Sie ganz einfach im Admin-Menü unter Toolbox Texte anpassen. Hier den Seitentitel, Suche nach WM-Registrierung, hier den Seitentitel und hier die Meta-Description anpassen können. Standardmäßig steht da ein Text drin, der in Gambio sowieso vorhanden ist. Das hier ist die Meta-Description. Das hier der Standard-Seitentitel. Im Auslieferungszustand in Deutsch und Englisch vorhanden und bei Bedarf um weitere Sprachen Ihres Online-Shops erweiterbar.